Servus zusammen, mein Name ist Lukas Schäfer, Freestyle Mountainbike Profi und ich erkläre euch heute 5 stylische Tricks, mit denen ihr steezy auf jedem Trail unterwegs sein könnt. Der Scrub ist nicht nur ein Trick, der super stylisch ist und super Spaß macht, sondern euch auch noch die Möglichkeit gibt, bei einem Trail schnell über jeden Sprung zu kommen. Ihr könnt den Scrub bei einem steilen Sprung machen, wo ihr normal nicht so schnell drüber kämmt. Ihr könnt den Scrub bei einem langen, flachen Sprung machen. Ihr könnt den Scrub aber auch ganz einfach an der Bodenwelle machen. Ja, könnt ihr also auch überall anwenden und sieht einfach mega stylisch aus. Beim Scrub versucht ihr so flach bzw. so niedrig wie es geht über den Sprung zu kommen. Dafür sucht ihr euch am besten einen Sprung raus, der einen relativ langen Kicker hat. Das heißt, desto länger der Absprung, desto einfacher ist es für euch. Wenn ihr anfahrt, holt ihr weit aus und fahrt eine große Kurve auf dem Absprung. Desto mehr Kurve ihr schon am Anfang fahrt, desto einfacher fällt es euch auch hier wieder in der Luft. Ihr fahrt an, fahrt die Kurve und steuert die Ecke, die obere Ecke vom Absprung an. Und dann geht es eigentlich nur noch darum, das Fahrrad quasi flach zu legen und diese Kurve, die ihr im Absprung fahrt, oben rauszufahren. Das heißt, ihr fahrt den Kicker als Kurve raus. Dadurch, dass ihr die Kurve fahrt, nehmt ihr den Absprung bzw. das steile Stück vom Absprung fast gar nicht mit und könnt ihn eben flacher fahren, als er ist. Somit könnt ihr schneller über jeden steilen Sprung fahren und auch einfach flach springen, ohne groß in die Höhe zu fliegen. Noch dazu sieht das Ganze super stylisch aus. Wenn ihr den Scrub üben wollt, sind meine Tipps für euch ganz klar: ein Sprung mit einem langen, im besten Fall noch relativ flach beim ersten Mal, einen langen, flachen Absprung zu finden. Desto länger der Absprung, desto einfacher ist es für euch, an den Scrub ranzutasten. Außerdem wäre natürlich eine lange Landung angenehm, wenn ihr eine lange, breite Landung habt. Dadurch, dass ihr bei den Scrubs wahrscheinlich die ersten Male relativ schräg landen wird, durch die Kurve, gerät das Rad eben schräg, ihr kommt in den Whip. Wenn ihr das noch nicht wisst, wie ihr es zurückziehen könnt, sollt, wie auch immer, ist eine breite, lange Landung für euch ein bisschen safer am Anfang. Außerdem Tipp wäre, ihr fahrt eine Kurve auf dem Absprung an, je nachdem mit welchem Rad ihr es macht, wenn ihr es wie ich mit dem Trailbike macht oder mit dem Downhillrad. Achtet darauf, dass ihr vielleicht genug Luftdruck auf dem Reifen habt, damit euch das Rad nicht wegklappt. Nicht, dass euch der Reifen wegschmiert direkt am Kicker. Und ja, genau. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß auch bei diesem Trick. Und ja, viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal.